Jo, was geht? Willkommen zu einem weiteren Pokémon Masters, ja, Challenge-Video, kann man das so sagen? Ich hoffe ja, ich habe es ja bereits im Hoenn Legendary Event-Video angesprochen, dass ich sowas mache. Wie weit komme ich mit einem Team auf Auto in der Battle Villa? Ja. Ich würde einfach sagen, wir legen einfach direkt los und ich laber. So sieht mein Team aus. Ich hoffe, es ist gut zusammengewürfelt. Ich habe immer noch das Kraftreserve, Special Attack Buff und halt Sync Move Reduction, Syncrit Build. Irgendwie sowas, was ich mir da zusammengewürfelt habe. Ich finde, mit Zitomega finde ich das halt ganz cool. Und deswegen mag ich an sich alt Zitomega jetzt seit dem Syncrit übertrieben. Kommen wir auch mal Endgame, danke. Es sind einfach zigtausend Builds. Selbst wenn ich online gucke, hat da vielleicht jemand ein Bild, was übelst heraussticht? Nö. Irgendwie, wenn ich bei Zitomega auf Sync... Oh mein Gott, Bruder, okay. Wenn ich da auf Builds klicke, da sind, keine Ahnung, 5 Seiten oder 6 Seiten voller verschiedene Builds. Und deswegen finde ich ja Zitomega so cool. Okay, man hat nichts gesehen, Standbild. Es ist einfach so gesehen... fast alles viable, was du halt auf Zitomega einfach bildest. Und deswegen finde ich das so ultra sick. Das bräuchten viel mehr Mons, meiner Meinung nach. Irgendwie ist die Verbindung gerade ziemlich trash, oder? Also mein Internet ist gut. Okay. Der wohl vielleicht sind die Server ein bisschen überlastet, weil es ist spät in der Nacht und das Ho-Oh-Event ist ja heute rausgekommen, wo ich das aufnehme am Tag. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Oder vielleicht, weiß ich nicht, I don't know. Okay, let's go. Ich hoffe, wir kommen so viele Stages wie nur möglich voran und vor allem unbufft. Und wie gesagt, ich lasse es auf Auto, das ist die Challenge. Ich weiß nicht, wann die AI sich denkt, ey Bruder, jetzt muss ich buffen. Da haben wir es. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum. Warum macht er jetzt einen Risikotackle? Yo, er nimmt sich einfach selbst das Leben. Okay, schöne AI. Und der Bug ist immer noch vorhanden, den es irgendwie vor gefühlt ein Jahr gibt. Oh, wir haben aber einen Special Attack Buff, okay. Naja, ich glaube, das Video wird ein bisschen kürzer. Gut. Ja. Muss ich nicht verstehen, warum die AI denkt, dass Attack Buffen und dann Risiko-Attack-Kill-Spam greater ist als Kraftreserve, der, glaube ich, genau den gleichen Schaden gemacht hat, wenn nicht sogar noch mehr als der Risiko-Attack-Kill. Obwohl, ich glaube, der Risiko-Attack-Kill hat 1000 gemacht, ne? Kraftreserve 800. Egal. Gut, das Supporter hat sich selbst KO gehauen und wir sind gerade am Anfang des Videos. Ich habe so, hab so das Gefühl, wir kommen nicht weit. Ich tatsächlich, ich glaube, das habe ich ja schon mal angesprochen. Soll ich den Supporter einfach ersetzen? Komm. Ich ersetze den einfach. Ja? Wir ersetzen ihn. Das Team so gesehen bleibt ja noch bestehen. Falls das für den einen oder anderen Cheaten ist jetzt. Sorry, aber das Video geht 3 Minuten. Unser Supporter hat sich einfach suicided. Ja gut. Wen nehmen wir denn mit? An sich bräuchten wir keine Initiative-Buffs, oder? Ich glaube nicht, weil wir kriegen an sich gut Leiste zurück durch Kraftreserve und Kraftreserve hat auch noch eine Chance, dass es halt nur eine Leiste verbraucht. Deswegen würde ich Flamly sagen. Flamly bufft uns Spezialangriff, bufft uns Crit und kann sich selbst noch mit Nitro-Ladung Initiative buffen. Ist, glaube ich, eine gute Alternative. Machen wir einfach. Dann nenne ich das nicht, wie weit komme ich mit einem Team-Challenge, sondern wie weit komme ich mit Zitomega oder Zitomega muss überleben oder so. Irgendwie sowas. Machen wir sowas. Dann war das, was ich am Anfang gesagt habe mit einem Team. Ja, egal. Wie weit komme ich mit Zitomega? Irgendwie so. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, die Syncrits. Ich finde, oh mein Gott, warum buffst du dich denn jetzt? Wetten noch einmal? Nee. Okay, einmal. Weil er ein bisschen mehr Leben hat. Okay, sehe ich ein. Okay, bekommen wir einen Spezialangriff-Buff? Nein, okay, zurück, doch, perfekt, nice. Zurück zum Thema, die Syncrits. Oh, noch ein! Okay! Ich finde die Syncrits nicht gut.
Weil kein Syncrit unterscheidet sich vom anderen. Meiner Meinung nach. Was ich damit meine ist, vor allem solltet ihr das Leak-Video von mir reingezogen haben für Ende April / Mai, da seht ihr, dass, ich glaube, wir haben da 2 Supporter oder 3 oder so, ich bin mir nicht sicher, aber alle, vor allem jetzt auch Svaronis und ich glaube Milotic auch, obwohl Milotic ein Techmon ist, aber egal, alle kriegen sie dasselbe. Sie kriegen diesen einen Endurance-Grid, womit sie einen Attack überleben, was Pikachu ja von Anfang an hat, die Passive. Das kriegen sie alle. Dann kriegen die Healer, wie jetzt zum Beispiel Svana, also Svaronis, kriegen, dass ihre Potions mehr heilen. Das ist okay. Ist aber dasselbe, hat auch irgendwie keinen Nachteil, nichts. Dann kriegen sie defensive Buffs. Dann kriegen sie, sie machen mit ihrer Attacke, die entweder eine Bar oder 2 Bars verbrauchen, kriegen wir Leiste zurück. Dann haben wir oben links gefühlt bei jedem zweiten Mon mittlerweile reduziert den Sync Move Counter um 1. Ich glaube, wenn ihr halt mal bei ein paar Mons, sag ich mal, den Syncrit anschaut, egal ob online jetzt oder in-game, dann merkt ihr, das ist ein Muster. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade. Es wirkt so hingeschmissen, so liebelos hingeklatscht. Deswegen liebe ich Zitomega. Darauf wollte ich hinaus. Uff, das war nicht mal ein Crit. Zitomega ist geil, ehrlich. Und deswegen liebe ich Zitomega. Leider kein Crit, unlucky. Den Sync Move hätten wir neuerweise nicht tanken sollen. Resette ich? Ja, ich resette. Ist ja nicht schlimm. Ich will ja nur gucken, wie weit ich komme. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht resette, okay? Aber ja. Deswegen finde ich Zitomega so geil. Weil es bietet einfach so viele Variationen mit seinem Syncrit. Der Syncrit ist fast wie jeder andere, kann sich selbst heilen, von Statusproblemen lösen, etc. pp. Aber es sind irgendwie, ich weiß nicht, was bei dem Syncrit bei Zitomega anders ist. Vielleicht liegt es am Zitomega selbst, dass es so variabel ist. Ja, vielleicht liegt es daran. Ich hoffe, wir bekommen saftige Crits und Special Attack Buffs. Bitte? Game? Bitte? Game? Bitte? Oh Gott. Sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Will ich nochmal resetten? Komm, Critte. Jetzt aber ein Crit. Nice. Okay, ich resette nicht. Habt ihr gesehen? Im letzten Run war Giflor schon beim Sync-Move, nach unserem Sync-Move. Und jetzt hat Giflor noch 3 Runden normalerweise brauchen müssen. Und Zitomega rasiert einfach alles weg. Es ist so heftig und es ist Kraftreserve. Das ist das, was ich meinte. Deswegen, dieses Mon ist faszinierend. Faszinierend. Es ist jetzt nicht das stärkste Mon, aber ich mag es zurzeit in dem Game sehr. Sehr. Es ist mein Lieblingsmon, kann ich so, glaube ich, sagen, aktuell. Mit Abstand. Ja. Ansonsten, wegen der Battle Villa, ich weiß es nicht, was kann ich noch ansprechen? Macht ihr die Battle Villa immer noch von Anfang bis Ende, vor allem jetzt, da neue Stages, neue Ebenen vorhanden sind? Habt ihr da Bock zu? Macht ihr das? Beginne heute den Angriff, die Verteidigung. Ja, komm, nehmen wir einfach mal mit, sonst brauche ich den Kuchen eh nie. Ja. Ansonsten, was ich halt sagen kann, ist halt ein bisschen spät im Video, aber trotzdem. Möchtet ihr mehr Masters Content sehen? Möchtet ihr mehr Challenges sehen? Mehr von mir sehen, hören, etc. pp.? Dann abonniert doch den Kanal, würde mich sehr freuen. 80% sind immer noch nicht Abonnenten, ne? Nur 20% meiner Zuschauer, die meine Videos schauen, sind Abonnenten. Was ein bisschen komisch ist, aber was soll man machen? Deswegen, wenn ihr mehr sehen möchtet oder mein Content eh feiert, könnt ihr gerne den Abo-Button drücken. Ist ja kostenlos. Und wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier mache, dann könnt ihr auch gerne ein Däumchen lassen. Wer ein Träumchen, ne? Also, gut, wir kriegen die Regen. Das heißt, ich werde auch einmal Nitro-Ladung drücken. Ich weiß, das ist jetzt nicht Auto, aber ich möchte nicht, dass mein Flemly gerade verreckt. Oh, es hat Umschlingen gehabt. Ja gut. Whatever. Dann war das Instant Karma, dass ich eingegriffen habe. Ich habe jetzt in dem Video schon 3 Regeln. Ich habe mir keine Regeln aufgestellt, aber es kommt mir so vor, als ob ich 3 Regeln gebrochen habe. Erstens, 12 Finst ersetzt durch Flemly. Zweitens, resettet und jetzt eben gerade eingegriffen. Aber
glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, saftiger 1,5 Crit. Wollte gerade sagen, ich warte nur darauf, dass sie sich bufft. Perfekt. Der Buff ist mega unnötig. Hallo, bitte nicht. Kraftreserve, weiter spammen. Danke. Wozu X-Angriff? Hä? Wir haben keinen Pokémon auf dem Feld, das physisch ist. Man muss einfach die Autofunktion lieben, glaube ich. Okay, ich hoffe, wir clearen noch die Stages. Okay, wir haben Leiste zurückbekommen, dadurch, dass wir halt getroffen wurden. Sehr schön. Der Sync Move sollte rausnehmen. Safe Call. Wir haben eben gerade nochmal Spezialangriff gebufft durch unseren Kraftreserve Proc. 4,4k Non-Crit gegen einen Lapras. Also, wer jetzt noch sagt, dass Zytom Mega nicht gut ist, ne? Nun ja, ne? Also, ich feiere es mega. Bin echt mal gespannt, ob man die höheren Stages vielleicht auch auf Auto machen kann. Ich weiß jetzt nicht, mit Zytom Mega, vielleicht mit Glurak. Oh, sehr schön. Einfach rausgenommen, der Sternschauer dann. Useless. Wie viel Schaden macht unser Sync Move? 5,2k. Oh, Non-Crit. Okay, gut. Wir brauchen einen neuen Supporter. Unser Fernentor ist auch kurz vorm Verrecken. Wir haben Ebene 5 geklärt. Ich finde das irgendwie voll geil gerade. Ich habe gerade voll viel Spaß an der Battle Villa, das auf Auto zu sehen, wie ein Pokémon, was ich selbst so gehatet habe, als es released worden ist und monatelang einfach wirklich nicht gut war. Es war nicht scheiße, aber es war nicht gut, jetzt so da abzuräumen. Ich meine, das sind die Early Stages, natürlich, ne, dagegen kann man nichts sagen. Nämlich ein Heil-Item oder nämlich ein Kampf-Item? Ich glaube, ich nehme ein Kampf-Item. Ah, das ist dieser Tee, ne? Was macht der nochmal? Doch zu Beginn des Kampfes dafür, dass die nächste Attacke aller Gefährten im Team ein Volltreffer wird. Nee, die ist voll scheiße. Wir nehmen dann lieber ein Heil-Item. Die ist voll scheiße. Wir critten so oder so im Verlauf des Spiels so. Und ob jetzt die erste Attacke ein Crit ist oder nicht, das ist mir relativ egal. Behalte ich Fernentor drinne? Ich denke schon. Gut, welchen Supporter nehmen wir jetzt mit? Wir können noch Serpi reinholen. Serpi wäre eine Option. Oder Nase. Aber wir hatten keine Leistenprobleme bis jetzt wirklich, ne? Haben wir sonst noch andere Supporter? Meganie. Meganie würde uns auf Crit buffen und kann auch Lichtschild buffen. Wir brauchen zwar Leiste, aber wir hatten an sich keine Leistenprobleme. Finde ich gut. Kann jetzt aber jetzt nicht so tanky. Wartet mal. Gibt's doch Safecall eine bessere Lösung für, oder? Lass uns mal schauen, wir filtern eben nach Supporter. Moray ist gut, Sterndu ist gut, beziehungsweise Starmie, Isbuck und so, aber wir haben zwar Heiler, aber nichts, was uns noch wirklich buffen könnte, deswegen bleiben wir einfach mit Meganie drin, auch wenn sie jetzt nicht die bulkigste ist. Ich warte immer noch auf Meganie Grit. Ich glaube, Meganie mit einem defensiven Grit könnte richtig reinhauen, glaube ich. Ich glaube schon. Ich glaube richtig. Außer es wird wieder so ein Refresh-Grid wie bei Serpi. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, das ist sehr gut. Aber es ist, ja, wie bereits gesagt, einfallslos, langweilig. Ich will irgendwas was Würziges in so Grids haben. Es muss irgendwie, nice, sehr schöner Buff. Ich finde, es müssen zum Beispiel auch, sagen wir jetzt, nehmen wir Glurak als Beispiel. Bei Glurak könnte, sehr schön, noch ein Buff. Bei Glurak könnte man das so machen, man, noch einer, alles klar, okay. What? Bruder, ich bin gerade so fasziniert, noch einer? Nein, okay. Man könnte es ja zum Beispiel bei Glurak so machen. Man grittet zum Beispiel unten links und unten links ist jetzt, keine Ahnung, Sync Move, ne? Wisst ihr, was ich meine? Der Sync Move verringert sich oder so, der Counter. Jetzt nur ein Beispiel. Und man möchte ganz unten links haben, weil das sehr, sehr wichtig ist. Irgendwie, das macht Glurak huge irgendwie. Keine Ahnung, was weiß ich. Oh Gott, Meganie ist sehr low. Ich glaube, ich muss gleich ein Heil-Item benutzen. Und dann könnte man es doch so machen, dass man
zum Beispiel die zukünftigen Grids nicht aneinander reiht, dass die vielleicht mehr untereinander sind oder so. Also nicht alle, aber ein paar. Weil das hätte dann den Effekt, dass man Sachen skillen muss, weil die untereinander gereizt sind, nicht nebeneinander. Man kann dann nicht so einen Umweg nehmen, um zu seinem Ziel zu kommen. Man müsste runterskillen, weil das in einer Reihe ist. Und dann könnte man machen, irgendwie, keine Ahnung, Glurak macht zwar 5% mehr Schaden mit all seinen Skills, aber zieht sich auch irgendwie 5% seiner AP ab, jedes Mal, wenn er angreift. Als Beispiel jetzt. Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und darunter befindet sich dann der krasse Buff wie, keine Ahnung, macht nach dem Sync-Move, keine Ahnung, 25% seines Lebens wieder wett. Ne? Heilt sich um 25% oder so. Irgendwie sowas. Wisst ihr was, worauf ich hinaus möchte? Sowas. Dass es sich so meine Kuchen werden resettet, oder? Nee, der andere waren. Ich habe gar keine KP-Wiederherstellung bekommen, sondern AP. Ah. Ich müsste aber heilen, glaube ich, sonst überlebe ich nicht. Wisst ihr was? Wir heilen einfach. Oder mache ich daraus einen zweiten Part? Bin ich jetzt so asozial und mache daraus einen zweiten Part? Ich finde die Challenge voll geil. Nee, komm. Wir machen ein richtig langes Video einfach. Auch wenn die meisten sich das dann nicht anschauen werden oder so. Ist aber egal. Solltet ihr ein bisschen geschaut haben, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr aktuell die Challenge findet. Oder die Challenge bezüglich... Keine Ahnung. Oder habt ihr Vorschläge? Oder wie findet ihr mein Commentary? Ich weiß es nicht. Schreibt irgendwas in die Kommentare, um mich mal wissen zu lassen, dass ihr knapp 17 Minuten schon im Video seid. Würde mich mal interessieren, wer so lange schaut und wer dann auch einen Kommi hinterlässt. Würde mich echt interessieren. Und es hat tatsächlich nur 40% geheilt. Ich dachte, das wäre 50 oder 60. Schade. Die ganzen Buffs sind unnötig. Okay, ab jetzt geht die AI komplett durch. Attackenleiste refreshen, obwohl wir voll sind. Alles klar, okay. Wie viel critten wir? Gar nichts. Sehr schön. Seht ihr, Kraftreserve macht einfach nur mal mehr Schaden. Wir hätten uns gar nicht full buffen müssen. Ja. Wir hätten das Mon schon längst gekillt, aber jetzt macht es einen Sync-Move, Meganja stirbt, ja. Auto-Combat sei Dank. Hat gar keinen Schaden gemacht. Aber trotzdem, wir hätten das vermeiden können, deswegen resette ich jetzt hier auch einmal. Komm, wir resetten noch einmal. Hätten wir vermeiden können, das triggert mich gerade. Ich hoffe, wir kriegen jetzt eine andere Auto-Pattern. Ich hoffe, die boosten sich nicht durch. Ich denke schon, aber ich hoffe, wir kriegen trotzdem eine andere Pattern. Ich hoffe es sehr. Wenn nicht, dann lasse ich es trotzdem einfach durchgehen. Ah. So macht Battle Villa Spaß, wenn ich ehrlich bin. Einfach mit irgendeinem Fun-Team reingehen auf Auto und... Was mich halt an der Battle Villa so übelst abfuckt, ist halt einfach dieses dauerhafte Resetten. Es ist nicht mal die Battle Villa per se, es ist dieses Resetten. Weil ich gehe da so gesehen mit Exodia rein, ne? Exodia, Glurak, weiß ja jeder. Und dann halt noch Pikachu und Serpi, weil ich keinen Simsala oder keinen Rotom habe. Nice, wir haben eine bessere Pattern bekommen. Jetzt nicht die optimalste, aber eine bessere. Und wenn ich zum Beispiel bei Glurak in den relativ loweren Stages nicht meine Refreshes bekomme auf meine Buffs, kann ich halt resetten. Weil es sind halt die loweren Stages, ich brauche in den höheren Stages meine Buffs, sonst muss ich wieder einen Tag warten. Sehr schöner Crit. Und das triggert mich. Teils resette ich wirklich gefühlt 10 Mal oder so. Meganja ist tot, ist aber nicht schlimm. Können nächsten Supporter reinknallen. Ah. Nice. Sick. Aber ja, das ist das, was mich an der Battle Villa am meisten stört, dieses Resetten. Also das nimmt mir wirklich den kompletten Spaß an dieser Villa. Komplett. Sowas wiederum finde ich ziemlich geil. Wir sind bei Ebene 10. Ne, Ebene 8. Achso, okay. Ebene 8.
Omega darf nicht sterben, ist die Challenge. Omega darf nicht sterben. Will ich jetzt Serpi reinholen? Oder doch Nase? Er bufft wenigstens X Abwehr. Bei Serpi ist das Problem, auf Auto wird sie direkt von Anfang an wie sind gut draufdrücken. Mit Sicherheit. Bei Nase ist das Problem, Nase hält nicht wirklich viel aus. Ich gehe trotzdem mit Nase rein. Ist mir egal. So. Zack, zack, zack. Wir gehen rein. Ist okay. Ich hoffe halt irgendwie auf Ebene 10 zu kommen. Also, dass wir 9 noch schaffen und dann bei 10 so gesehen sterben. Beziehungsweise, dass Zitomega bei 10 stirbt. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber das wäre mein Ziel. Sagen wir es mal so. 10 Ebenen auf Auto mit einem Pokémon, ne? Was jeder schlecht geredet hat. Ich zähle mich dazu. Das ist doch mal, sage ich mal, ein Erfolg. Warum drückt der Antikraft? Warum Pulverschnee? Warum drückt die AI keine Kraftreserve? Wait, what? Darf ich jetzt schon wieder resetten? Also das pisst mich jetzt schon wieder an. Drückt der jetzt Kraftreserve? Nee. Was so? Was macht die AI? Ey, das ist einfach Pokémon Masters AI in a nutshell. Jetzt drückt der Kraftreserve. Ich versuche es noch einmal. Ansonsten müssen wir Nasa rausnehmen. Müssen wir einfach in Kauf nehmen, dass Serpi Royale direkt von Anfang an Wiesengut drauf drückt. Ich will die Folge bzw. dieses Video auch nicht zu lang halten, aber was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich wollte das Ganze hier uncut lassen und halten, weil, ne, nicht, dass ihr denkt, ich cheat irgendwie, dass es nicht legit ist. Ich will euch alles zeigen. Ja. Gut. Ansonsten, über was kann man noch labern? Keine Ahnung, zockt ihr Masters noch aktiv? Habt ihr überhaupt Spaß am Spiel? Wenn ja, was macht ihr so? Wie findet ihr, steht Masters aktuell? Nice, wir haben einen Freeze. Das kommt uns vielleicht entgegen, dass wir Kraftreserve spammen. Wir wurden zweimal gecrittet. Sehr am Fortschnitt. Aber ja, lasst mich mal wissen, wie findet ihr noch Masters? Wir sind volle Leiste. Wir drücken trotzdem Leiste refreshen. Das ist... Und noch einmal. Ja. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum die AI Antikraft drückt anstatt Kraftreserve. Kraftreserve hat eindeutig mehr Power. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Nase funktioniert auf jeden Fall nicht. Dann nehmen wir Nase raus. Wir packen einfach Serpi rein, glaube ich, oder? Serpi ist ein richtig huger Tank. Ich hoffe, sie drückt nicht von Anfang an Wiesengut drauf und macht dann Gigasauger oder so. Ich hoffe nicht. Die Leiste brauchen wir für Kraftreserve. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann weiß ich nicht mehr, wen ich reinholen soll. Vielleicht Salamence, also Brutalanda oder Warner. Oh mein Gott. Was, da ist ein Refresh? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum? 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 Es liegt nicht an Nase, es liegt, glaube ich, an der Stage. Die AI kommt da nicht drauf klar. Jetzt drücken wir Kraftreserve. Viel zu spät. Wir hätten schon locker Hälfte Leben abziehen können. Das muss critten, come on. Gut. Ich würde sagen, ich lasse es, glaube ich, einfach durchlaufen, oder? Resetten nicht nochmal, wir wechseln nicht das Team, wir lassen einfach jetzt durchlaufen. Wir haben zwar keinen Spezialangriff-Buff mehr. Ich glaube, zwei oder dreimal Wiesengut draufgedrückt. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht. Kannst du bitte einmal critten? Critte einmal? Daneben nicht.
Aber Ebene 8 hätten wir geklärt. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt es wirklich drauf an. Ohne spezielle Angriff-Buffs, außer die Procs, die wir haben. Das ist unlucky. Oh, das ist sehr unlucky. Das ist übelst unlucky. Will ich Serpi rausnehmen? Will Ebene 9 auf jeden Fall noch clearen. Problem ist, wir haben nur noch Nase. Aber wenn ich das Warner oder so reinstecke, dann die sollte ja nicht angreifen, die sollte ja nur buffen. Und Kraftreserve ist 100 mal größer als alles andere. Ja, ich mach das, weil Serpi stört mit einem Hit. Serpi kann uns nichts mehr geben, außer einmal Leiste, aber wir haben an sich keine Leistenprobleme. Deswegen packe ich da Zwana rein. Ja, ich glaube, das ist die beste Entscheidung. Ich hoffe es. Wenn nicht, haben wir es bis Ebene 9 geschafft. Come on, bitte. Ich meine, Ebene 9 wird echt hardcore. Das sind zwei Pokémon. Also zwei Reihen. Sechs Pokémon insgesamt, glaube ich. Oh, Meganium ist am Start, ne? Ich glaube nicht, dass es was wird. Okay, wir haben einen Trank, das habe ich voll vergessen. Stimmt ja, die kann auch noch heilen. Mal ganz gut. Kommt jetzt vielleicht die Kraftreserve. Come on, Kraftreserve. Warum Pulverschnee? Wofür? Okay. Come on, Kraftreserve. Ey, das ist wie so ein Glücksspiel, wie Gambling. Warum Pulverschnee die ganze Zeit? Hä? Ach. Ich wünschte gern mal, die Developer, also DNA, würden sich mal zum Autocomet äußern. Was deren Intention war, was deren Idee war, wie die AI programmiert ist, warum sie das tut manchmal, was sie tut. Wisst ihr, was ich meine? Dass man irgendwie verstehen würde, warum. Die machen sehr, sehr schönen Schaden. Wir hätten Meister Grief schon längst gekillt. Denke ich. Ich bin mir sogar sicher. Wir haben auch schöne Procs und so. Aber das wird nichts. Leider unser Untergang. Sehr schöne Procs. Diesen Spezialangriff plus 5, ohne uns einmal auch manuell gebufft zu haben. Alles durch Procs. Okay. Video geht fast 30 Minuten. Wir sind bis Ebene 9 gekommen. Ich habe leider auf 10 gehofft, aber die AI hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz war ich sehr zufrieden an sich mit dem Progress, den wir gemacht haben. Und ich bin auch, sage ich mal, sehr zufrieden mit der Challenge an sich. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es als Zuschauer ist. Ich hoffe, ich konnte mit meinem Redefluss genug unterhalten, Fragen stellen und, keine Ahnung, Sachen erläutern, erklären oder was weiß ich. Ja, das war die Omega darf nicht sterben, wie weit kommen wir Challenge oder so, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Titel muss ich mir dann irgendwo aus der Nase ziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das supports Kammer, Leute. Und wie bereits gesagt, wenn ihr meinen Content feiert, wenn ihr mehr Pokémon Masters oder so sehen möchtet, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal. Wie bereits gesagt, 80% der Leute sind nicht abonnierte Zuschauer, was sehr schlecht ist, von den Statistiken her sehr, sehr schlecht. Ja, ich werde es auch, falls ihr bis hierhin schaut, irgendeiner, ich werde es auch in Zukunft mal in anderen Videos öfter ansprechen, so Minute 2, 3, 4, 5, 6 rum oder so. Deswegen, stellt euch darauf auf jeden Fall ein. Ansonsten, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Peace.